Noch immer wird die umstrittene Substanz Glutamat als sogenannter Geschmacksverstärker in unzähligen Fertignahrungsmitteln und Würzmitteln eingesetzt, obwohl es sich hierbei um einen der schwersten Gehirnzerstörer handelt, der in Schweden daher in seit langem in Babynahrung verboten ist. Im Unterschied zu den bekannteren Rauschgiften macht Glutamat nicht vorwiegend dick, sondern es erzeugt künstlich Appetit, indem es unter anderem die Funktion unseres Stammhirns stört. Das Stammhirn regelt neben den elementaren Körperfunktionen unsere Gefühlswahrnehmung und daher auch den Hunger. Durch die Störungen verursacht das Glutamat Schweißausbrüche und Magenschmerzen, Bluthochdruck und Herzklopfen. Es führt bei sensibleren Menschen häufig zu Migräne. Die Sinneswahrnehmung wird deutlich eingeschränkt und die Lernfähigkeit und das allgemeine Konzentrationsvermögen nehmen nach Einnahme von Glutamat bis zu mehrere Stunden lang nachhaltig ab. Bei Allergikern kann Glutamat epileptische Anfälle bewirken oder sogar zum Soforttod durch Atemlähmung führen. So kann man sich davor schützen. Beim Einkauf von Nahrungsmitteln sollte man immer die Inhaltsangabe lesen. Man kaufe nichts mit Glutamat, Geschmacksverstärker oder E-Nummern der 600er Serie. Auch E605 ist ein Nervengift, Kaliumglutamat, Calciumglutamat oder Glutaminsäure. Guanylat wirkt noch eine Zehnerpotenz stärker als Glutamat, Finger weg. Man kaufe nichts, was mit Würz beginnt oder so etwas enthält. Würze, Würzsalz, Würzsoße, Würzstoff, Würzmittel etc. Auch Sojasauce ist Würze. Würze ist eine beliebige Substanz zur geschmacklichen Aufpeppung, normalerweise glutamathaltig. Da Würze als Synonym für Geschmacksverstärker stehen, muss auf Würzsoßen dieser nicht extra ausgewiesen sein. Man kaufe keine Fertignahrung uneindeutiger Zusammensetzung. Die Inhaltsstoffe von Zutaten müssen nämlich nicht genannt sein. Mit Pizzasauce, mit Salamischeiben, mit Ketchup und so weiter, hier kann alles Mögliche drin sein.